Hallo, ich grüße euch zu einem weiteren Video von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, was machen wir heute? Heute habe ich mir gedacht, ich nutze nochmal die Kürbiszeit ein bisschen aus und möchte mit euch zum einen einen vegetarischen Nudelauflauf machen mit Kürbis, Paprika und Zucchini. Und zum anderen möchte ich heute mal einen Test mit euch machen. Und zwar möchte ich vegane Speckwürfel als Topping nehmen. Ja, und zwar werden die so gemacht. Es gibt hier einmal einen veganen Räuchertofu. Der wird in kleinen Stücken geschnitten, in einer Pfanne mit Öl und Salz angebraten und gegebenenfalls noch mal ein bisschen mit Liquid Smoke, das ist flüssiges Raucharoma, sag ich mal. Das wird, sieht ein bisschen aus wie Sojasauce, das wird dann halt so ein bisschen damit beträufelt, wenn halt der Rauchgeschmack nicht ausreicht. Und ich kann euch sagen, ich habe das schon probiert bei einem anderen Gericht. Ich hatte mal so ein veganes Gericht gegessen und man merkt absolut überhaupt keinen Unterschied, dass das kein richtiger Speck ist. Also ich finde es echt faszinierend und ja, da möchte ich heute mit euch mal einen Test machen, wie das schmeckt, wie ich das hinkriege. Ja, hinten. Ach so, und ich möchte heute die Masse für den Auflauf in der Cook for Me zubereiten. Das ist auch hier die Krups Cook for Me, die habe ich euch ja schon im letzten Video ausführlich mal, oder das Video davor, ausführlich mal gezeigt, was das für ein Gerät ist. Allerdings möchte ich heute auch mal zeigen, dass man das Gerät nicht nur als Schnellkochtopf benutzen kann, sondern auch als ganz normalen Kochtopf. Ja, und das werde ich heute mit euch machen. Die Zutaten für den Auflauf habe ich euch hinten schon, wie ihr seht, hingestellt und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Da würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. So, ich habe das Rezept natürlich halbiert, weil wir nur zu zweit sind und ich möchte eigentlich morgen was anderes kochen und deswegen gibt es nur halt die Hälfte vom Rezept. Wir brauchen als erstes 200 Gramm Hokkaido-Kürbis. Der wird also dann in Stücke geschnitten, in kleine Würfel geschnitten. Zwei mittelgroße Paprika. Da könnt ihr die Farbe auch wählen. Eine kleine Zucchini, also die ist eigentlich schon ein bisschen zu groß. Ihr könnt ruhig noch ein bisschen kleiner nehmen. Eine Zwiebel, ich habe jetzt hier gerade eine rote. Ja, so zwei, drei Stangen Lauchzwiebeln. Dann haben wir hier einmal 100 Milliliter Wasser. Da muss man gucken, ob man das Wasser wirklich noch hinterher benötigt. Wenn die Masse etwas fester sein sollte, durch den Kürbis ruhig dazugeben. Ein Esslöffel Frischkäse, ruhig den Klassik, also den mit viel Fett. Eine Kugel Mozzarella, 200 Gramm geriebenen Käse. Natürlich 200 Gramm Nudeln. Ich habe jetzt hier diese Tricolori-Nudeln. Ihr könnt natürlich auch die Nudeln nehmen nach Wahl, wie ihr gerne mögt. Paprika scharf, auch nach Geschmack, Salz und Pfeffer. Ja, dann würde ich doch sagen, fangen wir doch gleich mal an. So, schaut mal. Die Zucchini habe ich jetzt gewürfelt. Den Kürbis entkernt und auch gewürfelt. Also ich brauchte jetzt wirklich nur so um ein Viertel rum. Die Paprikaschoten sind gewürfelt und natürlich auch vorher entkernt und gewaschen. Die Zwiebel und drei Stangen Lauchzwiebel. Ja, dann würde ich doch sagen, geht's jetzt an die Cook for Me. Jetzt wird das Gemüse nämlich angebraten. So, die Cook for Me wird eingeschalten und ich wechsle ins Programm manuell. Klassisches Garen. Und gehe auf Braten. So, der Topf wird aufgeheizt. Ich habe hier schon einen Schuss Öl reingegeben. Und ich werde gleich die Zwiebeln zuerst anbraten, dann die Paprikaschoten, die Zucchini und dann nacheinander den Kürbis, weil der am wenigsten braucht. Wenn das gleich alles im Topf ist, hole ich euch dann nochmal dazu. Ihr seht jetzt hier, die Cook for Me heizt jetzt auf. Man sieht es hier an den Balken. Und wenn der auf rot ist, zeigt die Cook for Me an, bitte Gargut reingeben. Ja, das mache ich dann gleich und werde euch dann gleich nochmal dazu holen. So, ich habe jetzt das ganze Gemüse in den Topf gegeben, angebraten, wie ihr sehen könnt. Und habe auch direkt schon das Wasser dazu gegeben, weil die Flüssigkeit noch ein bisschen wenig war.
So, jetzt werde ich das Programm stoppen. Wollen Sie das Programm stoppen? Ja. Und jetzt gehen wir auf Stopp. Jetzt gehe ich aber nochmal auf manuell, klassisches Garen. Und jetzt gehen wir nicht auf Braten, sondern auf Schmoren. Haben wir schon drin. Und lassen das Ganze jetzt ein wenig einköcheln. Und zwar wird jetzt nicht unter Druck gegart, sondern es wird jetzt einfach das Gemüse ein bisschen mit weniger Temperatur gegart. Also bis fest gegart, weil es ja noch in den Backofen kommt mit den Nudeln. So, die Nudeln werde ich in der Zwischenzeit kochen und dann werden die nachher einfach mit dem Frischkäse unter diese Masse gehoben und in einer Auflaufform mit Käse überbacken. Ich hole euch dann aber nochmal dazu. Bis gleich. So, das Gemüse ist soweit gegart. Allerdings hat mir die Hitze von dem Programm Schmoren nicht ausgereicht und ich habe nochmal geändert auf Braten. Da habe ich das Gemüse also 6 Minuten nochmal schmoren lassen mit etwas Zugabe von Wasser. So, nun kommt ein Esslöffel Frischkäse hinein. Das ist natürlich jetzt doof mit einer Hand, aber ich hoffe, es schafft es genau. Der wird also jetzt hier untergerührt. Machen wir direkt mal mit dem Löffel. So. Den rühren wir also ganz normal hier unter. Schön, dass es alles verteilt ist. So. Ein bisschen noch. So. Dann kommt der in Würfel geschnittene Mozzarella dazu. Untergerührt. So, und jetzt kommen die gekochten Nudeln komplett dazu und werden untergerührt. So. Das. Und das ist jetzt die Masse, die in die Auflaufform kommt. So. Schaut mal hier, alles schön verrührt. Also nachwürzen muss ich es jetzt nicht, ich habe es gerade nochmal abgeschmeckt. So, und das Ganze kommt jetzt einfach in die Auflaufform und wird mit Käse bestreut und dann gebacken. Ich hole euch nochmal dazu. So, ich fülle jetzt die Masse in die Auflaufform. Ich habe die also hier mal gefettet. Und dann wird die, wenn halt die Pseudo-Speckwürfel über den Auflauf gegeben, ein bisschen Käse und dann kommt der für 20 Stunden in den Ofen bei 220 Stunden. Oh, ich bin auch schon bekloppt. 20 Minuten für bei 200 Grad in den Ofen. Ja, also das mache ich jetzt erstmal. Ich fülle jetzt erstmal die Masse da rein. Ich hoffe, es passt alles in die Auflaufform rein. Ich wollte jetzt gar nicht so viel eigentlich machen. Also ihr seht, es ist noch sehr heiß. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Ja, ja, die ist perfekt dafür. Schön voll. Oh ja. Mhm. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich stelle das mal hier rein. So, ein bisschen Käse hier. Zieht sich. So, oh, sieht jetzt schon total von der Farbe her super aus. Zeige ich euch das mal eben. So, schaut mal. Ist das nicht schon von der Farbe her super? Mega, oder? Finde ich auch. So, jetzt packen wir da einfach ein bisschen Speckwürfel. Ich glaube, ich nehme nicht alles, ist richtig viel drüber. Ich mache das jetzt einfach mal so mit der Hand. Ja. Und dann halt den Käse. Ja, ich glaube, so viel ist auch jetzt nicht gut. Mach das jetzt mal so. So. Käse drüber. Und dann in den Ofen für 20 Minuten. Ich mach den ganzen Käse drauf, weil hier sind jetzt 200 Gramm drin in der Packung und 150 müssen es sein. Ich finde das immer ein bisschen doof, wenn man dann immer so einen Rest über hat, wo man nicht weiß, was man damit machen soll. Ne?
Deswegen kloppe ich da jetzt den ganzen Käse drauf. Das wird schon nicht schaden. So, das ist jetzt erstmal so, wie es aussieht. Und jetzt kommt es in den Ofen. Dann würde ich sagen, wenn das gar ist, mache ich nochmal ein Foto und hole euch dann zur Geschmacksprobe wieder. Also bis gleich. So, die Geschmacksprobe steht an. Ja, ich zeige euch mal, wie das aussieht. Gerade habt ihr ja schon die fertige Auflaufform gesehen im Bild. So sieht das jetzt aus. Ja, ich mache für euch gleich nochmal ein schöneres Foto. Das ist jetzt auch hier nur zum Probieren. So, jetzt schneide ich nochmal ein Stück ab. Bin ganz gespannt, wie das schmeckt mit diesen, in Anführungsstrichen, Speckwürfeln. So, das mal einmal für euch probieren. Ein bisschen schwierig, das alles zu koordinieren. So, kleinen Moment. Mmh. Mmh. Ihr seht, ich bin wieder mal total begeistert. Oh, das schmeckt so cremig von dem Kürbis und so, also dieser etwas cremig weicher Kürbis und mit diesen etwas, ja, ich sag jetzt mal, so leicht bis festen anderen Gemüse schmeckt total lecker. Dazu dann diese Speckwürfel, die eigentlich überhaupt gar nicht zu dem Rezept gehören, die ich jetzt einfach nur mal getestet habe für euch. Richtig, richtig lecker. Also das ist wirklich, ich probiere es noch mal einmal. Jetzt habe ich da noch diese Lauchzwiebeln drauf getan, die frischen. Mmh. 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 Also nehmt auf jeden Fall auch diesen Emmentaler Käse zum drüberstreuen. Der gibt noch ein bisschen Geschmack ab. Ihr könnt natürlich auch anstatt Mozzarella unter die Masse zum Beispiel Bergkäse heben oder ihr könnt zum Beispiel anstatt diesen Emmentaler auch Parmesan drüber streuen und dann überbacken. Also ich finde die Kombination gerade sehr gut und das würde ich auch nochmal machen. So wie es jetzt ist, super. Also ich finde es wirklich ein tolles vegetarisches Rezept. Auch mit diesen Pseudo-Speckwürfeln, sage ich jetzt mal, überhaupt kein großer Unterschied zum normalen Speck. Es ist echt unfassbar, was sich da in der Zeit alles getan hat auf diesem vegetarisch-veganen Markt. Klasse. Also ich werde sicherlich noch mehr ausprobieren, was im vegetarischen und veganen Spektrum so gibt, aber man muss natürlich auch sagen, man muss da auch natürlich gucken, was es für Produkte sind, ne? Wo kommen die her und welche Marke. Ich glaube, da muss man sich auch wirklich richtig durchprobieren. Und ja, das werde ich tun. Ich werde also jetzt in Zukunft auch viele vegetarische Rezepte mit euch hier ausprobieren, die ich nicht kenne. Und ja, vielleicht gibt es auch noch einige Produktvorstellungen, die ich gerne machen möchte. Ich habe da noch was im Hinterkopf. Und ja, so werde ich auch die einzelnen Geräte, die ich hier stehen habe, die KitchenAid, den Thermomix, die Heißluftfritteuse und natürlich auch die Cook for Me noch mal ein bisschen näher präsentieren. Und ja, ihr könnt gespannt sein, was da noch so kommt. Bin ich auch. Ja, dann wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Abend. Und ja, war mal wieder schön, mit euch ein Video zu machen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen möchtet oder immer auf dem Laufenden bleiben möchtet, dann gebt mir doch einfach einen Daumen hoch und abonniert einfach meinen Kanal oder folgt mir bei Instagram oder Facebook. Ja, bis dahin, bleibt gesund und wir sehen uns.